Die Neuen haben wieder zugeschlagen in der National League. So zum Beispiel der Simon Le Coultre, neu bei Servette. Oder der Sebastian Schild, neu bei den SCL Tigers. Oder auch der Marco Pedretti, neu bei den ZSC Lions. Das sind drei von den Kandidaten, die wir heute Abend gesehen bekommen, die wir besprechen wollen, hier bei uns im Backcheck. Guten Abend miteinander. Schön sind wir dabei, wenn wir zurückschauen auf die vierte Runde in der National League. Das machen wir unter anderem mit unserem Hockey-Experten Simon Schenk. Auch der hat ganz genau angeschaut. Simon, wer hat dich heute von den Neuen am meisten überzeugt? Für mich ist der Simon Le Coultre. Nicht, weil er so heisst. Ich wollte sagen, hat er darum ein bisschen Vorteil. Nein, aber ein junger Spieler, der so frech aus dem Ecke reinkommt und Backhand ein solches Goal macht, in einem entscheidenden Moment, haut ab. Danke vielmals, das zu Ambri gegen Servette. In dieser Partie auch mit dabei ist Daniel Steiner. Wie tönt es bei dir? Ja, der Leonardo Cennoni ist auch selber am meisten überrascht, dass er nach 4 Spielen schon so viele Goals bekommt. Im Schnitt mehr als 4. Da ist sicher die Frage, wie lange wird es gehen, bis er sich auf seine Vorderleute eingestellt hat, weil die überzeugen momentan gar nicht. Also heute beim EV Zug auswärts im Einsatz gewesen, bei der SCL Tigers. Danke vielmals, ihr dürft schon mal Platz nehmen. Jemand ist noch mit dabei als Gast heute. Danke vielmals, dass du den Weg auf dich nimmst. Der Philipp Fuhrer, ja. Verteidiger von Fribourg-Gottéron. Und wer ist dir aufgefallen von den Neuen? Mir ist vor allem aufgefallen der Roman Carafa. Er ist ganz ein junger und frecher Spieler. Und ich glaube, in dieser Szene, die man hier sieht, hat er wirklich einen sehr routinierten Pass gegeben, hat verzögert. Und er ist mir schon in der Champions League aufgefallen und wird sicher noch viel Spektakel sorgen. Das hat er heute Abend schon gemacht mit dem EAC Biel auswärts gegen den SWR. Danke vielmals, Philipp. Du kommst auch gleich zu uns in der Runde. Das ist unsere Studiorunde, wenn wir zurückschauen auf den Abend. Und eben, es sind neue, oder besser gesagt, solche, die wir kennen, aber in neuen Teams mit dabei. Überhaupt, wenn wir so auf die Runde schauen, ich weiss gar nicht, welcher Sieg ist für euch am überraschendsten heute Abend? Könnt ihr das einschätzen dann? Ich habe schon gedacht, dass zum Beispiel Langnau einen sehr starken Match wird machen gegen Zug, weil Langnau immer gut gespielt. Also von dort ist für mich keine Überraschung. Auch keine Überraschung Biel. Bern hat gegen Biel lustigerweise immer Mühe. Und Bern ist für Biel fast schon ein Lieblingsgegner, wie man sieht. Das sind jetzt aber grosse Worte. Ja, Biel spielt immer gut gegen Bern. Also letztes Playoff hat man gesehen, das war eine sehr knappe Serie. Dort hatte einfach Bern ein bisschen mehr Nerven gehabt. Schon als ich noch gespielt habe, anno dazumal, ist jetzt auch schon 2 Jahre her, hat man ja, hat Biel immer Mühe gehabt. Also nein, hat eben Bern immer Mühe gehabt. Es zeigt halt eben, wo Biel mittlerweile steht, oder? Zu den Mitfavoriten gehört. Und heute Abend hat Biel eins von diesen Spielen bestritten. Jetzt konzentrieren wir uns aber zuerst auf die Partie im Hallenstadion ZSC Lions gegen Lausanne, wo der Ricard Grönburg mit seinem Team ganz ungefährdet zu dem 5-0 kommt. Und er ist einer, der macht Eindruck, er ist einer, der Einfluss nimmt und der ja auch ganz, ganz klar gesagt hat, Simon, von Anfang an, dass er mit diesen Spielern arbeiten will. Er will die Spieler, jeden Einzelnen, besser machen. Hast du das Gefühl, ich muss es so sagen, was ist ihm bis jetzt schon gelungen mit dieser Mannschaft? Ja, ich glaube, das ist zu früh, für schon eine Bilanz zu ziehen. Also, Zürich hat sicher 2 Pflichtspiele gewonnen, nämlich daheim gegen Davos und jetzt heute wieder gegen Lausanne. Heute hat es Lausanne relativ einfach gemacht, ob schon rein von den Torschüssen, von den Spielanteilen her, ist es nicht das 5-0-Resultat gewesen. Aber Zürich hat ja schon eine Schwäche gezeigt, nämlich wo man den Zug bis kurz vor Schluss 4-2 geführt hat und nachher noch in der Verlängerung 5-4 verloren hat. Also Zürich hat noch nicht einfach nur überzeugt, aber ganz sicher sind die Chancen gut, dass sie besser rauskommen als in der letzten Saison. Ja, das, gut, das ist jetzt nicht wahnsinnig weit zum Fenster ausgelehnt dafür. Aber item, wir schauen uns an, was in dieser Partie passiert ist. Zuerst konzentrieren wir uns nicht auf Goal, sondern auf den Check von Simon Bodemann. Die Szene gegen den Joel Cenazzi gibt einen 2+10er in dem Spiel rein. Das Ganze in den 8. Minuten, wo wir uns nachher werden anschauen, eventuell. Und sonst, wenn nicht, dann das ist der Moment da, wo das passiert. Wo es 2+10 gibt. Schon muss ich sagen, der Joel Cenazzi, der Schwein hat, oder? Dass er da glimpflich davonkommt und er kann weiterspielen. Ja, sicher. Ich glaube, in solchen Situationen da zucke immer viel zusammen. Und ehrlich gesagt, auch, es ist sehr gefährlich.
so Meter vor der Bande und dann so Check in Rücken. Ich muss aber auch sagen, dass sicher der Joel kann sich dort auch noch ein bisschen besser verhalten kann, indem er wirklich einfach an die Bande hergeht. Und da müssen eben die Spieler auch ein bisschen lernen, wie wir Check entgegennehmen müssen. Und ich glaube, es braucht auf der einen Seite Aufklärung, wie die Check entgegennehmen. Da müssen wir sicher im Nachwuchsbereich arbeiten. Und andererseits aber auch, dass einfach von hinten die Checks nicht kommen dürfen. Jetzt ist so, der Joel Cenazzi ist einer, der ist auch internationales Niveau gewöhnt und gleich sieht man auch bei ihm. Ist es nicht so selbstverständlich, dass er näher an die Bande steht, dass er den Check wie besser abfangen könnte? Wie erklärst du das? Ja, es ist immer schwierig zu erklären von uns. Ich glaube, in der Situation innen hat er es vielleicht anders eingeschätzt. Er hat vielleicht gedacht, ich kann den Check nehmen, ich kann einen kleinen Gegencheck machen, weil ich schon das Gefühl hatte, dass er ihn gesehen hat. Und wie gesagt, von außen das einzuschätzen, ist sehr schwierig. Das war die Situation, in der es 2+10 gegeben hat für Simon Bodemann. Ihn sehen wir nachher noch in Aktion, wenn es um Goalschiessen geht. Zuerst aber sehen wir den Marco Pedretti. Wir hatten ihn schon kurz angesprochen. Der ist neu gekommen vom ERC Biel zu der ZSC Lions und trifft schon zum zweiten Mal. Wunderbar, wenn er sich durchtankt. Und dann ihn jetzt vorbei am Luca Bolzhauser, der heute zwischen den Pfosten steht bei Lausanne. Ja, Zürich ist sehr konterstark. Hier nutzen sie das 3-2 sehr gut aus. Der Pedretti, wenn er hier reinzieht, den Schusswinkel verändert und von sehr nah den Böck sehr weit aufholt. Das ist auch nicht ganz so einfach, wenn man in dieser Situation ist. Je näher dass man zum Goal kommt, desto schwieriger wird es, eigentlich, die Scheibe aufzubringen. In dieser Situation macht das aber der Pedretti sehr gut. Dann kommt noch der Chris Baltisberger, der es 2-0 macht in dieser Partie, in einem zweiten Drittel, das für die ZSC Lions sowieso in sich hat. Vor allem die Sequenz da zwischen der 29. und 33. Minute. Da ist das Powerplay-Goal zum 2-0. Ja, sehr gut von Pettersen, wie er das Spiel ist, wie er einen guten Timer, den Pass gibt. Und der Chris ist am richtigen Ort, hat den Stock am Boden. Und so einfach ist es, wenn man es gut macht. Ja, für mich ist ganz klar, Zürich hat am heutigen Abend immer die Spieler vor dem Goal gehabt, einfach eben dort, wo es gefährlich wird, und die Scheibe dort hergebracht. Und ich glaube, fast bei allen Goals, so beim nächsten, sind sie dort und holen sie dann rein. Ja, und sie machen keinen Druck da und Lausanne wird irgendwie dieser ganzen Situation nicht her. Und dann nachher ist sie drin. Man hat sich das Ganze zwar noch angeschaut, aber auch der drin, und zwar in den 32. Minuten. Also kurz nach Spielhälfte steht schon 3-0. Ja klar, 4-5 Rebounds, da sieht man wirklich das Durchsetzungsvermögen von Zürich, wie sie wollen, Druck machen auf das Goal, die Situation nie aufgeben, egal wo die Scheibe ist, und im Endeffekt werden sie für das belohnt. Das ist 3-0 und dann kurz darauf ab, wenige Sekunden später, das 4-0. Simon Bodemann, er trifft heute doppelt, da ist sein 4-0. Also für die ZSC Lions ein ungefährter 15-0 sein. Sehr gut, wie der Diemi Mecca der Gegner abschüttelt, wo er nachher die Scheibe optimal vor das Goal spielen kann. Und Simon Bodemann ist mehr wieder. Stock dunger, leicht ablenken und der Bolzhauser sieht älter aus, als er ist. Das hier ist das 14-0, nachher eben dann noch Simon Bodemann zum 15-0 und so. Also gewinnen ZSC Lions 5-0 gegen Lausanne, einer der Goalschützen. Das war der erste in dieser Partie. Den werden wir jetzt auch hören beim Thomas Rothmeier. Marco Pedretti 5-0 en ce match, mais je pense que ça c'était pas la différence les 5 buts ce soir. Ouais, on a eu beaucoup d'efficacité. On s'est fait peur un peu en début de deuxième tiers et après ça a déroulé. On a marqué en power play et puis contre une très bonne équipe de Lausanne ce soir. Et pour vous maintenant c'est 4 matchs, déjà 2 buts. Je pense que c'est très bon pour commencer à un nouveau club ici à Zurich. Ouais, pour la confiance c'est clair c'est. C'est un plus. Maintenant, je me donne pour l'équipe, que ce soit des buts ou bloquer des shoots. J'essaie de faire le maximum pour aider l'équipe à gagner. C'est sehr effizient gewesen heute in dieser Partie, vor allem im zweiten Drittel natürlich, wo man da hat können davonziehen und das Spiel hat können für sich entscheiden, wenn ein Kompliment ausspricht am Gegner. Also 5-0, die Differenz im Resultat ist dann vielleicht gerade ein bisschen höher ausgefallen für das, wie die Partie tatsächlich gewesen ist. Und dann ist er auf sich selber, auf seine Rollen angesprochen worden. Oder? Mit 2 Goal ist es gut losgegangen. Und Simon, da nimmt mich jetzt seine Einschätzung sehr wunder. Er sagt, ja, ich versuche dieser Mannschaft zu helfen, ich versuche mal einen Schuss zu blocken, mal einfach das, was ich machen kann für das Team. Was kann er der ZSC Lions bringen?
Ja, also man hat den Petretti ja für etwas geholt, weil er hat einen guten Leistungsausweis und mitbringt und kommt in eine Mannschaft rein, die neu aufgebaut muss werden nach der letzten Saison mit einem neuen Trainer. Das ist eine riesige Chance, er hat ein grosses Potenzial und im Interview habe ich das Gefühl, er ist bescheiden, ist auf dem Boden geblieben und das ist genau eine gute Basis, für gross rauszukommen. Das ist also der Marco Petretti, einer von den Neuen, der jetzt besser gesagt Zeiten gewechselt hat und neu ist bei den ZSC Lions. Neu bei den SCL Tigers, das ist der Sebastian Schild, führt uns zu einem der ersten Goals, die wir euch zeigen wollen in dieser Partie. In den Tigers haben die Heike gespielt gegen den EV Zug. Und eben der Sebastian Schild, der hat gewechselt auf diese Saison zu den SCL Tigers und hat ziemlich zugeschlagen mit seinem 2-1 in der 17. Ja, das war ihm sehr gern. Also der Schild war ja letztes Jahr bei uns und ist ein ganz feiner Typ. Und, Wenn er Zeit hat zum Schießen, dann kommt das rechts quer und das hat man auch hier gesehen. Er hat unbedingt das Goal, das Macho hat seinen Stock richtig durchgedrückt. Eben, du hast jetzt seinen Wechsel mitbekommen aus der Perspektive von Fribourg aus. Wie ist es gegangen, wo du gehört hast, was für einen Wechsel das er macht? Ja, wir waren am Anfang ein überrascht gewesen, ganz ehrlich. Er war für uns ein gefestigter Verteidiger gewesen, der sich ein bisschen Brocken hat hinten reingegeben und er hat sich natürlich für andere Optionen nach den auf den Markt gesetzt und hat dann bei Bivon geschrieben. Das also ist der Langnau, Entschuldigung. Bei Langnau, ja genau. Der Sebastian Schild, der getroffen hat zum 2-1. Das Ganze ist ausgeglichen worden und dann geht Langnau wieder in Führung. 3-2 und wir sind in der 23. Minute. Der Leonardo Cennoni ist geschlagen, ein drittes Mal und Langnau führt wieder. Ja, der Kuhane bleibt da schön vor dem Goal stehen, hat die Geduld. Aus Zuger Sicht bringt man die Scheibe nicht raus. Das ganze Röstenspiel von Zug denkt schon viel zu weit. Sie wollen schon offensiv gehen und durch das wird der Kuhane vergessen, der einen sehr schönen Ablenker macht. Ja. Ich komme auf das einmal zurück, was du gesagt hast. Ich muss mir das aufschreiben. Das ist das 3-3 da von David McIntyre in der 39. Ja, sehr schöner Pass dort, an weit Pfosten. Wird zwar vom Langnauer abgelenkt wahrscheinlich. Ja, druckvoll zum Goal. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, ja. Goal hat keine Chance. Ja, sind es dazu nicht. Aber ja, danke vielmals für die Stichworte. Das ganze Rössli-Spiel vom EV-Zug denkt schon viel zu weit. Simon, ich finde das nicht so schlecht. Natürlich meint es zu dieser Situation. Aber ich finde, das könnte ja schon auch etwas sein, wo im Moment noch so ein bisschen da ist, warum es für Zug noch nicht so funktioniert, wie man das vielleicht hätte können meinen. Ja, man kann das übertragen auf die Situation von Zug im Moment mit der Erwartungshaltung, mit dem Transfer, mit dem vielen Geld, das dahinter steckt und mit den bisherigen Resultaten und der Art und Weise, wie sie gespielt haben. Aber das gilt eben so, wie der Daniel gesagt hat, für die Szene, weil man nämlich nicht konsequent defensiv spielt. Kaum kommt man ein bisschen an die Scheibe, säckelt alles gegen vorne. Und das ist die beste Gelegenheit, für eben Goal zu machen für einen Gegner. Und genau das ist so eine Situation, die lange noch clever ausgenutzt hat. Der Blaser, der die Scheibe abfährt auf der blauen Linie und sieht, dass der Kuonen allein vor dem Goal ist, mit einem leichten Ablenker und mit dem nötigen Glück, eben, ist das vielleicht ein bisschen das Schlüssel gewesen zum Sieg nachher. Es war auf jeden Fall dort der Moment gewesen, wo wir das Goal schon angeschaut haben. Nachher kommt noch eins oben drauf. Was wir aber zuerst noch anschauen, beim Stand von 3-3, ist diese Szene da. Und zwar 5 plus Spieldur gibt es gegen den Oskar Lindsberg. Er im Zweikampf mit dem Robbie Earl. Und das ist der Moment, wo es nachher eben 5 plus Spieldur gibt gegen den EV-Zug und gegen der neue Superstar Oskar Lindsberg. Es ist eben nicht einmal irgendein Zweikampf, sondern ja. Der Earl kommt mit einem anderen Spieler aus der Ecke und der Lindsberg fährt als Dritter in diese Szene rein und fräst nachher im Bein weg. Oder? Das ist also das, was der Earl gemacht hat gegen Sprunger, ist hier doppelt jetzt zurückgekommen auf ihn. Ich weiß nicht, wie es betreffend Verletzung aussieht, aber das ist für mich eine gerechtfertigte Strafe. Also es ist die 5 plus Spieler, die es gegeben hat. Und das führt uns natürlich auch, dass wir sagen, hey Schiri, wir gehen zu unserem Schiedsrichter-Experten, Nadir Mandioni. Nadir, du hast dir die Szenen angeschaut und wie tönt dein Urteil? Also erstens, die Schiedsrichter auf dem Eis haben das einzige richtig gemacht. Sie geben einen Restausschuss. Oskar Lindsberg fährt, wie gesagt, als Dritter rein, fährt mit dem linken Bein aus und tüpft dann dementsprechend dort, wo es wehtut. Also klar, rücksichtslos, Restausschuss. Aber kannst du dir vorstellen, dass das weitere Konsequenzen wird haben?
muss eine weitere Konsequenz haben, weil er tüpft nicht einmal mit der Schulter. Es ist kein Check mit der Schulter, sondern ganz klar, rücksichtslos, mit dem Knie, mit dem linken Bein. Also es muss etwas geben. Das also die Einschätzung von unserem Schiedsrichter-Experten. Danke vielmals, Nadir Mandioni. Und vorher ist ja schon angesprochen worden, dass wegen der tragischen Figur Robbie Earl, oder er am Dienstag in dem Zweikampf, in dem Zusammenprall verwickelt mit dem Julien Sprunger, der sich verletzt hat so schwer und jetzt zwei Monate ausfällt. Und jetzt ist er in dem Zweikampf drin, oder eben vielleicht nicht Zweikampf, sondern einfach in dieser Situation drin. Unser Kommentator, der Matthias Marti, schaut vor allem jetzt auf die tragische Figur Robbie Earl. Am letzten Dienstag war der Robbie Earl selber noch der Täter gegen Julien Sprunger mit einem Kniestich. Er ist nicht geahndet worden. Heute Abend war der Robbie Earl selber Opfer nach einem Kniestich vom Oskar Lindberg in der 51. Minute vom Zuger Ausländer. Das hat 5 Minuten plus Spieldisziplinarstrafe abgesetzt für den EV Zug. Und Robbie Earl konnte nicht mehr zurück auf die Tisch. Er ist im Moment zwar in der Kabine, noch nicht ins Spital müssen, aber man muss genauer untersuchen, ob er eine größere Verletzung hat am Knie. Der Robbie Earl also fraglich für die nächsten paar Tage. Man muss schauen, ob es ihm gut geht oder ob seine Verletzung gröberer Art ist. Danke vielmals Matthias Marti für die Einschätzung, die er uns können liefern aus der Ilfishalle. Also das zu dieser Situation. Und es führt nachher die SL Tigers in ein Powerplay, in ein langes Powerplay. Und das kann man ausnutzen mit dem Harry Pesonen. Und zwar in der 52. Minute. Da kommt es 4-3 beim 5-3 Erfolg. Pesonen dann auch noch erfolgreich mit einem Empty Netter. So also gibt es den zweiten Heimsieg für die SL Tigers in dieser Saison. Ich denke, ein klassisches 5 gegen 3, wo man einfach einen One-Timer nimmt. Und wenn man dann auf die Rebounds nachsetzt, ist es natürlich schwierig, aus Zugersicht mit 3 die Rebounds zu klären. Und so, genau so ist es rausgekommen. Der zweite Rebound ist dann auch verwertet worden. Eigentlich verzogen, wenn man so dumme Strafe holt im dritten, wo eigentlich ein Spiel ausgeglichen ist, wo man Chance auf Punkte hat. Und eben wegen so einer blöden Aktion nach Punkte muss er liegen, ist natürlich sehr ärgerlich. Das also jetzt nach dieser Partie, wo 5-3 ausgeht für die SCL Tigers. Einer, der auch wieder neu ist, wir haben schon angesprochen, Sebastian Schild. Den werden wir jetzt selbstverständlich bei Matthias Marti im Interview hören. Sebastian Schild, eine wunderbare Atmosphäre heute Abend, sehr ein guter Match und ein sort of homecoming für euch. Das erste Goal hier wieder zurück in Langnau. Wie habt ihr das Spiel erlebt? Ja, sehr positiv. Ja, die ersten 10 Minuten haben wir ein bisschen krampfen in der Defensivzone. Aber je länger der Match ging, umso besser sind wir reingekommen. Ja, das erste Goal können schiessen. Eine super Mannschaftsleistung von allen zusammen. Ja, ich bin froh, dass wir heute gewinnen konnten. Ich habe im Kommentar gesagt, dass die Zuger vor allem hinterinnen nicht so sattelfest sind. Die haben das sehr gut gemacht. Würdet ihr dem zustimmen? Ja, ich denke, wenn man 5 Goal schiesst in einem Match, hat man sicher offensiv sehr gut gearbeitet. Und wir hatten noch ein paar Pfostenschüsse. Cennoni hatte noch ein paar Big Saves. Ich denke, wir wären noch mehr drinnen gelegen heute Abend. Aber ja, wir nehmen das 5-3. Ja. Das ist gut. Merci vielmals. Merci. Das habe ich noch halb gedacht, dass das die SCL Tigers sagen. Und eben auch der Sebastian Schild. Das ist ein guter Start für die SCL Tigers. Ich denke, der Langnau-Berater kann nicht gerade zurücklehnen. Nein, so sieht es noch nicht aus. Aber der Start ist doch mal ganz okay. Ja, sicher. Heimniederlage gegen Genf war nicht optimal. Mhm. Aber jetzt die zwei Siege tun sicher gut. Und, aber man muss sowohl im Positiven als auch im Negativen nach 3 Spielen ist die Saison noch nicht fertig und das ist noch ein langer, langer Weg. Ich merke, da ist nichts zu holen beim Simon. Nein. Du willst nicht einmal ein Fazit machen zu einem Saisonstart. Gell? Das widerstrebt dich. Ja, ich meine, gegen Freiburg hat man Glück gebraucht. Heute hat man wieder Glück gebraucht, hat noch eine Strafe gebraucht und so. Aber Zug daheim schlagen, wenn man sieht, was für Potenzial da ist und was für Finanzen und Löhne dahinter stecken, ist für Langnau sicher ein schöner Erfolg. Gut, jetzt hast du es halb angedeutet, oder? Das beim EV-Zug. Dann machen wir halt zusammen ein Fazit zum Start des EV-Zugs. Wie tönt das bei dir? Jetzt auch nach dem Auftritt. Der grosse Meisterschaftsfavorit. Es hat niemand anders gegeben, wenn du ihn immer gefragt hast. Ja gut, aber es hat schon ein paar Experten gegeben, die ziemlich pauschalisiert haben, die Prognose vor der Saison. Und die Vergangenheit hat es öfters gezeigt. Also renommierte Teams auf dem Papier haben es nicht so leicht gehabt. Ich kann mich auch erinnern, Simon, als wir dann in Zürich waren, 2005, wo man das Kader so fest verstärkt hat, überall, Titelseite, ja, das Team ist so stark, das kann niemand schlagen, erst mit Playouts rein. Also
die Beispiele jetzt noch und nöcher gegeben. Und klar, drei Spiele oder vier Spiele, das Zug hat die Qualität, für sich zu finden. Und sie haben sich noch nicht gefunden, das ist einfach ein Fakt. Die Frage ist einfach, was sie jetzt daraus machen. Oder? Also, so defensiv spielen in den ersten vier Matchen kannst du wahrscheinlich nicht 50 spielen. Dann sieht es wahrscheinlich nicht so rosig aus. Aber ja, sie können sich sicher noch steigern dort. Philipp, du bist natürlich auch schon häufige Teams gsi, die vor der Saison hoch gelobt waren. Vielleicht am Anfang hat es nicht funktioniert. Wie war es amigs zu klären gewesen? Und wie hat man daraus auch wieder herausgefunden? Ja, ich glaube, die Anfangsphase, da muss das Team sich mal finden. Es gibt eine gewisse Baseline und dann muss man einfach immer besser werden. Und für mich ist das eigentlich, die ganze Saison muss einfach ein Fortschritt vorhanden sein, es muss Entwicklung vorhanden sein. Und dort sieht man eigentlich die Teams, die sich eben entwickeln können. Und ich glaube, in den letzten Jahren hat Zug genug manchmal bewiesen, dass sie eigentlich eine super Saisonmannschaft sind. Und ich bin auch recht überzeugt, dass die Teams, die über Jahre vorher dabei sein, dass die sehr, sehr viel Gutes machen, auch im Club hinten dran. Und da bin ich bezogen, sehr überzeugt, dass auch die werden Ende der Saison vorne dabei sein. Heute aber eben gibt es die 3-5 Niederlage aus Sicht vom EV Zug auswärts gegen die SCL Tigers. Berner Derby, Bern gegen Biel. Da wollen wir euch das erste Mal zeigen, wer wieder hochkarätiges nicht gespielt hat. Das leider nicht. Das haben wir irgendwie nicht wieder hinkriegen. Oder Mikko Rantanen und Patrick Leine, die beiden Jungs aus Finnland, die im Moment sich fit halten beim SC Bern und dann eben auch den Match jeweils verfolgen auf der Tribüne. Die beiden NHL Superstars. Wir haben den Patrick Leine auch gehört, der Nummer 2 Draft von 2016. Und wir haben sich kurz angesprochen, Simon, es kann motivierend sein für eine Mannschaft, für Spieler, sich an denen zu messen, oder an denen aufzuschauen und zu schauen, wie die das machen. Andererseits kann es eben, wir haben es auch gehört, kann es auch störend sein in einem Trainingsbetrieb. Wie schätzt es du ein? Ich glaube, das ist eine Ehre für Bern, dass die überhaupt herkommen. Also es war ein Finnentreffen oder? Mit so einem finnischen Trainer, mit finnischen Weltmeistern im Einsatz und auch noch zwei selige Gäste. Oder? Das ist ein grossartiger. Ich glaube, das ist nicht eine Belastung für Bern und es ist eher eine Anerkennung für das, was der Trainer macht und seine Beziehungen spielen. Und das ist eher für alle Spieler, mit denen man auch ein bisschen trainieren und schnuppern. Aber eben die Spiele, da werden wir sie nicht sehen. Die beiden Jungs, die hoffen halt einfach weiterhin auf eine Verbesserung von ihrem neuen NHL-Vertrag. Es sind da neue Verhandlungen und darum im Moment abwarten für die beiden Herren und eben trainieren beim SC Bern. Andere sind im Einsatz gewesen. So auch der Sammy Kreis für den EHC Biel, 15. Minute. Das ist das erste Goal von dieser Partie. Und er schiesst das Goal vorbei am Niklas Schlegel. Ja, für mich ist es ein geniales Goal. Er hat die Scheibe bekommen, hat den Fake gemacht, hat nachher sogar noch den Kopf aufgehabt, hat gewartet, bis der Goalie nicht mehr sieht und nachher eine super Lücke gefunden mit einer super Höhe von Scheibe und das Goal schiessen. Das war 1-0 vom EHC Biel. Das ist unbeantwortet geblieben bis nach Spielhälfte, 32. Minute, wo der Ramon Untersander trifft. Und zwar nicht mit dem Stock, sondern mit dem Schlittschuh. Aber alles okay, keine Kickbewegung. Das ist das 1-1. Sehr gute Pulli-Variante vom SCB. Aus Bieler Sicht eigentlich nachlässig, vor allem der Hügli, der den Verteidiger müsste decken, der Untersander. Weil Bern das Pulli gewinnt und zwei, drei Pässe machen kann, der ist garantiert sicher der weitere Verteidiger, der kommt. Und wenn der Stürmer dort hier nicht aufmerksam ist, dann lässt er sich übertölpeln. Genau das ist passiert, wo er dann das Goal machen kann. Ich glaube, dann jetzt müssen wir den Leuten schon sagen, oder? Also nur weil es 1-1 steht zur Spielhälfte. Also das Spiel hat extrem viel Spektakel geboten, viel Unterhaltung, oder? Wenn auch nicht viel Goal. Aus meiner Sicht erst im dritten Drittel. Also die ersten zwei Drittel. Nein, die ersten zwei Drittel ist schon ein bisschen. Nein, die ersten zwei Drittel war eher ein Spiel, wo beide Teams gut gestanden sind, gut defensiv gespielt haben. Beide auch Chancen kreiert haben, für Goal zu machen. Ich muss sagen, dass Goal in einem guten Match geliefert hat und dadurch sehr wenig Goal gefallen sind. Und dann im dritten Drittel hat Bern wirklich das Zepter übernehmen. Die haben dort wirklich Druck gemacht. Aber Biel hat sich dort nicht das Boden ringen sozusagen, und ist dann verdient in die Verlängerung gekommen und hat dann, ja, wie wir es dann werden sehen, Penaltyschiessen reüssiert. Aber Biel hat schon auch Möglichkeiten gehabt, Simon. Du hast da eine rausgepickt. Ja. Ich habe eine Szene genommen, wo man sieht, wo man zwei Neulinge im Einsatz sieht, der Carafa und der Schneider, der Streetfighter vom Stoney, oder? Und eigentlich hätte es ein Goal müssen geben. Sehr gut, wie der Carafa
hier verzögert. Wir erwarten, bis Verteidiger weggehen, bis die Passlinie frei ist, optimal der Schneider einsetzt. Der Schneider, der frei zum Schuss kommt, der erste Schuss vergaggert ein bisschen, aber der zweite kann er noch einmal loslassen. Also er kommt noch einmal schieben, kann noch mal schiessen. Schlegel sehr gut gestanden. Aber zwei Neulinge, oder, die sich hier so sich in Szene setzen, fantastisch. Sag mal, was macht er mit dem Böck? Vergaggert. Ja. Ja, gaggert, das heisst einfach irgendetwas ein bisschen gestapelt. Einfach etwas, das dir nicht so passt, oder? Für einen Streetfighter eigentlich. Wir müssen das noch klarstellen. Der Peter Schneider, der neue österreichische Stürmer, heute im Vorfeld von dieser Partie, hat uns der Sportchef von EHC Biel, Martin Steiniger, gesagt, das sei so ein Streetfighter-Typ. Ich gebe ehrlich zu, ich habe es bis jetzt noch nie gehört, aber ich finde es schön, wie er so Bezeichnungen findet für seine neuen Leute. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt auf die Erklärung, was genau der Street Fighter ist auf dem Eis. Hast du es noch nicht gesehen? Nein. Hast du es noch zu wenig gesehen? Nein. Ist dir etwas aufgefallen, Street Fighter-mässig? Es ist natürlich herrlich, wenn man so etwas aufgreifen kann, wenn man im Interview eine Aussage macht, die man dann so kann zuspitzen. Ich finde das herrlich, ja. Ja, du, also wir müssen schon genau anhören. Also, ich meine, definitiv. Er hat einen Leistungsausweis. Also die Punkte, die er letztes Jahr gemacht hat bei Wien, das ist absolut gerecht. Und der Stoney hat jetzt hier halt einen englischen Namen gebraucht. Und ich würde wahrscheinlich aus Memmittal in der etwas Berndeutsches sagen. Genau, so macht das jeder, wenn er das am besten kann in Wort fassen. Auf jeden Fall war das nicht das Goal, sondern das entscheidende Goal. Das müssen wir jetzt anschauen. Und das ist ein Goal, das einfach wieder mal wie er lebt und lebt. Toni Raiola vom EHC Biel. Das bringt die Entscheidung im Penaltyschuss. Wow. Ja, herrlich gemacht. Der Vorteil liegt da ganz klar beim Raiola. Die ganze Liga weiss, dass er der One-Hander oder der Einhänder sozusagen kann unter die Latte holen kann. Das hat der Schlegel gewusst und beißt da sehr schön auf einen Fake vom Raiola. Und ja, extra klasse. Ja, einfach geil. Nein, ist unglaublich, was er da wieder für eine Penalty gemacht hat. Und das schon so früh in der Saison. Ich glaube, das wird schwierig, den noch zu toppen. Und ja, wie der Raiola da den auf eine Hand genommen hat, noch die Schaufel auftut, wie ich mich halt belehre von heute Abend. Und dann er noch überzieht, ist Seidenfein. Das ist wirklich fantastisch zum Anschauen. Und da muss sogar Simon Schenk sagen, das ist okay. Du hast zwar nicht gerne einen trippelt oder sogar sich vertrippelt, gell? Ich habe einfach nicht gerne, wenn man statt einen guten Schuss ein Dribbling macht und dabei die Scheibe verliert. Aber der Raiola, der muss dribbeln, oder? Er muss. Wenn man so Weltmeister im Einsatz sieht bei uns, dann lachen das Hockey-Herz. Absolut. Also, und jetzt kommen wir vom Finn wieder zurück zum Österreicher, zu dem Streetfighter, wie er genannt worden ist. Wir wollen ihn hören nach dem Sieg auswärts in Bern, der Peter Schneider. Ja, Peter Schneider, herzliche Gratulation. Sie haben soeben Ihr erstes Berner Derby hier im Hexenkessel in Bern bestritten. Wie haben Sie das Spiel erlebt? Ja, wir haben gewusst, es wird ein sehr enges Spiel. Sie stehen sehr gut defensiv und wir müssen irgendwie durchkommen. Der Hilli hat wieder super gehalten für uns und hat uns eine Chance gegeben, dass wir das Match am Ende gewinnen. Für EHC Biel wirklich perfekter Saisonauftakt, darf ich so sagen. Für Sie persönlich ein bisschen schwieriger, wenn wir jetzt mal einfach auf die Scorerpunkte schauen. Was macht es so schwer oder warum hat es noch nicht geklappt mit den Scorerpunkten? Ja, ich glaube, ich habe gute Chancen, aber es fehlt einfach jetzt noch ein bisschen das Glück. Aber ja, es gibt so Phasen und die gibt es immer wieder. Und jetzt ist halt zufällig am Anfang der Saison, aber ich glaube, das wird schon kommen. Super sympathischer Typ beim Armin Hartmann im Gespräch. Der Streetfighter vom EHC Biel. Er also, der da noch versucht, dann auf sein erstes Goal zu kommen. Aber ich glaube, also, um das noch abschliessen, also, wir haben schon auch bei ihm, eben vor einer Szene, die du rausgegriffen hast, schon auch Ansätze gesehen. Oder? Also, der Typ hat etwas drauf. Und nicht nur, wenn wir es haben von den Scorerpunkten, sondern eben, das ist jetzt nicht nur das ist lustig gemeint und so, aber ich glaube, der Kampfgeist, der Biss vor dem gegnerischen Goal, das sieht man ihm schon auch. Ja, man hat im Match gesehen, dass er sehr viel um den Torkreis herum war und die Scheibe erschnuppert hat, sozusagen. In der Verlängerung hat er auch sehr gute Chance gehabt, also gerade innerhalb von einer Spielszene zwei Rebounds, wo er auch gerade so gut hat können als Torschutz und Game-Winner aus dem Match gehen. Also eben, meistens ist es ein schmaler Grat als Scorer. Manchmal hast du ein paar Spiele, wo es nicht funktioniert und dann hast du einen Lauf. Also das wird schon kommen bei ihm. Ja, auch seine Äußerung im Interview. Er ist am Boden und sagt, das kommt schon und Ruhe bewahren. Also wir müssen nicht Angst haben, Schneider. Jeder bodenständige Typ, der bei uns zu Wort kommt, ist wirklich gut gestellt beim Simon Schenk. Das ist schon so.
Das kann man so sagen, ja. Scheiss von der höchsten... Ein bisschen Demut und Bescheidenheit gehört gegen noch dazu. So soll es sein. So soll es sein. Das war Peter Schneider beim EHC Biel. 2-1-Erfolge nach Penaltyschüssen auswärts gegen den SC Bern. Ein Spiel bleibt uns noch. Auch das ist ins Penaltyschüssen rein. Und es war ein unglaublich umkämpftes Spiel. Ambri gegen Servet. Und das zeigt auch das Bild da, wo wir uns anschauen, von wegen umkämpft. Also da ist sich ziemlich wenig geschenkt worden in dieser Partie. Auch nicht rund um den Gauthier Deglou. Zwischen den Pfosten bei Servet. So hat es unter anderem ausgesehen. Es ist eben noch schön, wenn wir hier die Übergoalkamera im Einsatz haben und auch mal aus dieser Perspektive das Ganze anschauen können. Wir hatten schon angesprochen, Simon Le Goultre war einer der Goalschützen. Er ist ehemaliger U20-Nationalspieler, ist jetzt neu bei Servet im Einsatz und hat das Goal da gemacht, das wir uns anschauen können aus der 22. Minute. Sein erstes National League Goal hat jetzt die letzten Jahre in Kanada, in Quebec gespielt, in der Juniorenliga. Und jetzt da also zeigt er, was er drauf hat. Ja, ich habe schon der U20-WM beobachtet und sehr gut gefunden. Und das, was er hier macht, gut, Verteidigungsarbeit von Ambri, da kann man natürlich auch ein bisschen ein Haar in der Suppe suchen. Aber grossartig, was er macht, ein sehr erstes Goal in der Nationalliga machen, das spricht schon für seine Klasse. Ja, ich sehe das auch so. Er hat voll die Verantwortung übernommen und mit diesen jungen Jahren so einen routinierten Eindruck gemacht. Auch wenn man sieht, vor dem Goal, dass er die Scheibe noch abdeckt, wo der Verteidiger eben noch versucht, die Scheibe wegzuspedieren, ist wirklich ein ganz guter Move gewesen. Also das, was man könnte sagen zum Simon Le Goultre, wir haben es schon angetönt. Der andere Simon hat ihn beobachtet während der U20-Weltmeisterschaft. Und apropos, morgen dann der neue U20-Nationaltrainer bei uns, Thierry Patelini. Morgen Abend wird er unser Studiogast sein. Jetzt gehen wir zum nächsten Goal, das wir euch zeigen aus dieser Partie. Aus dem 2-1, das da kommt von Michael Fora. Das ist der Shorthander aus der 29. Minute. Eigentlich ja Servet in Überzahl auf Mies. Ja, sehr schön, wie da verzögert wird. Der Agostini ist ein Global Topscorer. Ja. Da wartet, wie der Fora in die Offensive kommt. Kein Genfer, weit und breit. Die haben die Situation wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt. Und der kein Dribbling, Simon, sondern Scheibe schön angenommen und schön direkt geschossen. Schön vom Fora. So wie es muss sein. Dann der Guillaume Maillard, der dann doch noch trifft. Powerplay ausgenutzt. Und zwar wenig später sind wir wieder drin. In dem Powerplay rein. Es laufen ein paar Sekunden. Ja, und dann steht es halt wieder ausgeglichen. 2-2. Ein bisschen schmerzlich, wenn man nach so einem Shorthander wieder ein Goal bekommt, noch bei der gleichen Strafe. Aber clever gespielt von Genf. Vor allem der Spieler im Slot optimal angespielt und direkt verwandelt, also abgelenkt, ist perfekt gemacht. Ja, ich habe das Gefühl, jetzt hat es Ambri gerade mit diesen Special Teams, oder? Den beiden Goal, die man zu Bern bekommen hat. Und jetzt diese Situation, es ist irgendwie der Wurm drin, hat man dort ein das Gefühl. Ja, ich habe noch gesehen, wo der Fora den Shorthander macht, er konnte sein fliegenden Wechsel vom letzten Match korrigieren. Mhm. Aber wenn man nachher das Goal bekommt zum Ausgleich, das tut weh. Aber ja, Ambri hat sicher Substanz verloren wegen Topscorer, der fehlt. Aber jetzt sind sie natürlich anfangen, das erste Pünktchen im Trockenen. Und das ist schon gegen etwas. Das ist das Pünktchen, das man geholt hat beim 2-2. Dann ist es aber in die Verlängerung und ins Penaltyschiessen reingegangen. Und auch da haben wir den ein oder anderen spektakulären Penalty gesehen. Es war eine wahre Freude, dem Ganzen zuzusagen. Das ist noch kein frech gemacht vom Wingels. Also steht es dem Toni Raiola nichts nach. Ja, es ist sicher noch nicht in dieser Liga von Toni Reier. Also gut, also gut. Aber es ist schon ein ganz schöner Penalty. Und ja, ich glaube, für die Zuschauer ist Penalty-Schiessen etwas sehr Interessantes und Spektakuläres. Ganz allgemein, also Genf und Biel haben wirklich Penalty in eine Erstklasse geschossen oder dribbelt heute. Also das muss man schon sagen. Es ist sehr gut geschafft worden, hat es dem gegnerischen Goalie nicht einfach gemacht. Und das gilt sowohl für Biel wie für Genf. Das also zu dieser Partie. Jetzt wollen wir euch aber auch noch ein Interview zeigen. Wir wollen Simon Le Goultre euch natürlich auch noch vorstellen oder besser gesagt ihn hören, hier im Interview. Simon Le Goultre, Victoire au tir au but ici à Ambri. Ça a été long à se dessiner, hein? Oui, c'est sûr. C'était un match assez dur. On n'est pas très bien rentré dans le match. Mais après, en deuxième période, on a mieux joué. On a su hausser notre match. Vous avez fait preuve d'une certaine maturité. Vous avez marqué votre premier but en National League tout en devant remplacer Henrik Tomernes, blessé après 23 minutes. Comment ça s'est passé ce match pour vous? Bon, ça s'est passé très vite, quoi.
un qui s'est blessé. On n'aime pas ça, c'est notre meilleur défenseur. Mais j'ai essayé de jouer mon match le plus simple possible et je pense que j'ai bien fait. Parlez-nous juste rapidement de ce but. À quel moment vous décidez d'y aller? Ouais, j'ai vu Noah shooter, il a manqué le but. Et puis j'ai juste pris le puck dans le coin et j'ai vu que c'était ouvert pour aller au but. Et j'ai juste été, puis j'ai tiré. Félicitations et puis bon retour. Merci. Es war ein schwieriges Spiel, vor allem der Anfang. Es war recht hart, aber nachher sei man reinkommen. Obwohl man dann eben auch den Henrik Tömmenes, wie er sagt, der beste Verteidiger von Servette verloren hat. Man hat versucht, das zu kompensieren. Und dann wird er noch angesprochen auf sein Goal, wo er sagt, ja gut, ich habe einfach gesehen, dass dort ein bisschen Platz ist. Dann habe ich die Scheibe genommen und bin losgezogen. Und dann hat er eben auch getroffen. Und er hat gesagt, der Henrik Tömmenes, der hat sich verletzt. Das werden wir uns natürlich auch noch anschauen, die Szene, wo sich der beste Verteidiger von Servette verletzt hat in dieser Partie. Es tönt dann als diese Knieverletzung sein, dass er da ist. In dem Moment sieht beim ersten Mal schauen nicht so grob aus, aber offenbar eben doch dann für ihn das Spiel beendet und das nach dieser Aktion. Ja, es sieht nach ein bisschen vertreibter Knie aus, aber eben wieder mit der Ferndiagnose müssen wir vorsichtig sein. Es ist sicher nicht eine böse Aktion oder irgendwie eine brutale Aktion. Es ist einfach ein bisschen unglücklich an der Bande. Der andere Spieler verhält sich da eigentlich korrekt, macht Druck auf ihn und blöd reintreibt. Ja. Ich bin nicht ganz einverstanden. Er sieht schon seine Rückennummer und geht mit ihm so gegen die Bande. Also gerade so ganz schuldfrei ist der andere Spieler für mich nicht. Aber wir dürfen gut ein bisschen andere Meinungen haben. Dann kannst du vielleicht. Da kann ich jetzt Schiedsrichter spielen. Ja, also es ist natürlich so, dass der erste Kontakt gegen den Rücken dort ist von oben ab ist immer ein bisschen gefährlich. Es sollte mehr auf die Hose kommen. Aber dann, glaube ich, ist das Problem ist das Knie, das vom Ambri-Spieler zum Knie geht, vom Genfer-Spieler und nach dann eigentlich den Impact im Knie auslöst. Ganz am Schluss sieht man das. Neue Schwander gegen Tömmenes und eben das mit Verletzungsfolge von Henrik Tömmenes. Die Frage natürlich schon, oder? Für Servette. Man hat das Gefühl, das Kader ist nicht wahnsinnig breit. Die sind abhängig gerade von ihren Ausländern. Und wenn es denen läuft, dann hat man gesehen, was sie alles bewirken können. Wenn jetzt er ausfällt, länger sollte er ausfallen. Ich weiss, es ist hypothetisch, aber was würde das heißen für die Mannschaft? Nicht zu vergessen, sie haben viele Junge. Sie sind letztes Jahr Schweizer Meister geworden bei den Junioren. Und haben die Junioren in der MySports-Liga regelmässig eingesetzt. Und die haben nachher ja in den Finalspielen bei den Junioren den Unterschied ausgemacht. Die Spieler, die in der MySports-Liga Erfahrungen gesammelt haben. Und das ist bekanntlich wesentlich besser, wenn man solche junge Spieler in der Nazi-B irgendwo als 15 Rad am Wagen auf der Ersatzbank gibt. Also in der MySports-Liga kann Schwung holen, ist manchmal gar nicht so schlecht. Und Genf hat noch ein paar solche im Ermut, die sie können führen holen. Ich habe nicht Angst für das Genfer Kader. Also auf jeden Fall versuchen die jetzt da zu schauen. Also erstmal hoffentlich ist er bald wieder zurück und sonst versucht man jetzt zu kompensieren, so wie es ja Simon Le Goutre gesagt hat. Ist heute gelungen mit dem 3-2 Erfolg nach Penalty gegen Ambri Piotta. Morgen Abend geht es weiter in der National League. Wir haben es schon angetönt, Thierry Patelini, der neue Chef der U20-Nationalmannschaft, ist bei uns. 19:25 wird er dann zu Gast sein. Und bevor es jetzt ins Bett geht, da sagen wir immer gute Nacht mit unserem Bettmümpfli. Mit etwas Süßem, mit etwas Nettem, oder? Etwas so. Oder mit so einem Open-Eye-Sit aus der kanadischen Juniorenliga. Gegen den Goalie. Gegen den Goalie. Wir können so viel sagen, der Goalie ist wohlauf. Er war im Spital zum Untersuchen. Aber es geht ihm scheinbar umständlich entsprechend okay. Ah, das ist grob. Ja, ist natürlich nicht okay. Aber Bett Mümpfli passt wahrscheinlich hier für einen Goalie in dieser Situation. Nein, also jetzt bist du böse. Ich würde vorschlagen, ich weiß nicht, können wir noch mal sagen? Hey Schiri, in dieser Situation, wir müssen noch mal zum Nadir Mandioni schalten. Nadir, du hast diese Situation auch angeschaut. Also, ja, ich weiss, es hat 25 Spielsperren gegeben. Völlig zu Recht, oder? Es ist eine Juniorenliga, es sind glaube ich 18, 19-jährige Spieler. Und von dem her, da geht es nicht um, da geht es um Respekt. Und da wird man natürlich zeigen, dass man es nicht haben will, im Juniorenhockey so Szenen. Ja. Ja, und im Erwachsenenhockey. Ja, dort gibt es natürlich Lohnausfälle und in Nordamerika. Und
Und das gibt es bei den Juniorspielern nicht. Ja. Nein, es ist, ist klar. Also, danke vielmals für die Einschätzung von Nadi Mandioni. Auch dir gute Nacht. Mit das Bild vergessen wir am besten so schnell als möglich. Ich weiß nicht, dass er da ist. Ich glaube, das müssen wir gescheit vergessen, oder? Das Verrückte ist noch der Zuschauer auf der Tribüne, der noch Applaus macht. Das habe ich auch noch gesehen. Der ist irgendwie ein bisschen Letz gefedert. Ja, ganz offenbar. Ganz offenbar. Ich danke ganz herzlich unserer Runde am Simon Schenk, am Daniel Steiner und am Philipp Fuhr. Danke vielmals, dass du den Weg auf dich genommen hast, zu uns zu kommen. Merci. Weiterhin erfolgreichen Saisonstart und natürlich auch euch, auch wegen dem Ausfall vom Julien Sprunger, trotzdem alles Gute. Das war unsere Runde für heute am Abend da aus dem Studio. Morgen 19.25 Uhr sind wir wieder für euch da. Bis dann, alle miteinander.